Die Krankenwagen kamen, drei junge Leute wieder ins Krankenhaus. Als Amar ihn da ja irgendwie schon so gegen den Ellbogen gekommen ist, dann hatte ich schon so irgendwie ein bisschen Angst. Also, dass dann irgendeine Scheiße passiert, war ja fast vorprogrammiert. Dann habe ich gemerkt, es geht nichts mehr. Ab in die Notaufnahme. Das ist vorbei. Carsten ist Kampfsport. Das ist der Ring. Das ist nicht irgendwo, das ist der Ring. Der arme Junge, der kommt dorthin, ist Gast und dann ist irgendwie der Dritte im Krankenwagen. Ey, das ist Sober Oktober. Extreme. Stärke ist mir wirklich scheißegal. Ich gehe nur auf Form. Was ist das denn? Sober Oktober ist eine geile Challenge für uns alle. Sport unglaublich doll durchzuziehen und motiviert zu werden von unseren beiden Coaches. Dann eine übelst geile Produktion an den Start zu bringen. Eine Woche komplett live, das ist 24/7 wie Big Brother House. Das ist schon sehr, sehr krass. Also was uns das an Arbeit gekostet hat im Vorfeld, crazy. Doc, sag mal ehrlich, wie viele Zuschauer werden wir reachen? So 600? 400. Max. Stell dir wirklich mal vor. Keinen Schwanz juckt, was wir machen. Sebastian? 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 Jungs? Sebastian? Wie macht man die Badewanne leer? Wie macht man extremst aufgedunsen aus. Hey, Marc Eggers, er hat Corona. Sascha hat sich auch angesteckt. Das heißt, die beiden sind raus. Tim hat sich gerade nur den Rücken gebrochen. Das ist auch aus. Stimmt nicht. Wir müssen den Sober Oktober zu dritt durchziehen. Ich möchte, dass wir einen Monat haben, wo wir wirklich gute Werte vertreten, sportlich als auch anreiztechnisch für sich selber, wo man einfach mal sagt, ey, man setzt sich ein Ziel, was man mal durchzieht. Wenn man sich selber einfach mal so die Herausforderung setzt, auch das Ganze hier mit dem Stream zu begleiten und so, das einfach hinzubekommen, ist es ein guter Denkanstoß vielleicht auch für die Leute, die zugucken, selber zu sagen, ey, wenigstens den Monat oder bis Jahresende ziehe ich wirklich mal Sport durch oder höre mit Rauchen auf oder was weiß ich, irgendeine gute Sache, die einen selber voranbringt. Und der Sober Oktober heißt einfach gemeinschaftlich Sport machen, durchziehen, hoffentlich noch ein paar Leute dazu animieren, zu Hause mitzumachen, um dann am Ende vom Oktober in der besten Form seines Lebens eventuell auch zu sein. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Zuschauer, zum diesjährigen Sober Oktober. Und als allererstes möchte ich zu meiner Linken begrüßen meinen Mitstreiter und aller Youthster, Ronson. Es ist mir mal wieder eine Ehre, hier dabei zu sein. Es ist halt schade, dass wir nicht einen Monat zusammen sind, sondern nur eine Woche. Weil danach ist jeder für sich und danach kann es immer schnell passieren, dass der eine sieht eh keiner. Es ist dann immer schwierig, aber ich probiere mein Bestes, ja, weil ich will ja am Ende auch ein geiles Ergebnis haben. Wer ist er? Den habe ich noch nie bei uns in der Gruppe gesehen. Marc Eggers, oder? Marc Eggers! Wir haben einen der Allerjudsten, der in der Form bei den Allerjudsten noch nie stattgefunden hat. Tim Gabel! Tim Gabel! Ich sag Band, ihr sagt Scheibe. Band! Scheibe! Band! Scheibe! Ich sag Lenden, ja, ihr sagt Lenden. Okay. Sober Oktober ist im Endeffekt eigentlich halt keine Drogen nehmen einen Monat lang. Halt. Also kein Nikotin, kein Alkohol, kein Kiffen, kein was auch immer du sonst noch machst. Aber wir haben das halt ausgeweitet in halt noch Sport machen, ne? Einfach alles raus, sich rausholen, was geht. Herzlich willkommen zum ersten Jabata-Training des Sober Oktober 2023. Lass uns, da geht noch mal was höher. Auf geht's, richtig raus katapultieren. Komm, mach. Sekunden. Noch mal ordentlich nach oben. Komm. Jawohl, guck mal. Komm. Ja, komm, Nico, jetzt. 5 Sekunden noch. Jawohl, da musst du noch rein hier. Komm. Höher, auf geht's. Nicht raus katapultieren. Wir sind fette Gamer, die den ganzen Tag nur zu Hause hängen. Und ich merke schon so doll in den Beinen, ich werde so Muskelkater haben. Aber wir werden diese Woche für euch durchziehen. Es hat gerade erst angefangen. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Aber durchgezogen. Mein Bein. Ganz übel. Am schwersten wird es wahrscheinlich tatsächlich Amar haben. Amar hat zwar guten Biss, ne? Ich glaube, man unterschätzt es oft. Aber ich glaube, gerade dadurch, dass er halt keinen Sport macht, wird er wahrscheinlich schon sehr schwer haben. Ich glaube, Amar ist in der schwierigsten Position von allen gerade. Also ich glaube, Amar kann als der
kann die krasse Entwicklung machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann es auch richtig schwer haben, weil er niemanden so neben sich hat, der, mit dem er sich vergleichen kann. Eine Woche mit Revi und Nico aushalten, also das ist das Schwierigste. Ich glaube, Fitness durchziehen, Ernährung durchziehen, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe noch nie meine Kalorien getrackt. Real Talk, ich fange damit gerade an und bin erstaunt. 180 Kilokalorien, hier so ein Riegel. Wollt ihr mich verarschen? Ich darf nur 2000. Bro, wer hat denn die verarscht? Dass du alles, was du halt hier isst, dann über die App trackst. Das heißt, du kannst hier auf Plus gehen, dann kannst du jetzt hier zum Beispiel... Code scannen und eingeben. Genau. Ja. Und wie gesagt, wir haben den Kühlschrank schon für euch gefüllt. Cool. Mit cleanen Sachen erstmal. Wir machen dann auch eine Einführung, was ihr kochen könnt. Ihr macht da euer Ding, wenn ihr Fragen habt, fragt ihr uns. Wichtig ist einfach, trackt es immer und dann seht ihr ja am Ende, wo er rauskommt, wenn es irgendwelche Fragen gibt. So geil. Als allererstes Mal, ich freue mich, dass dieser Zeppelin da hinten fliegt, weil es gerade sehr episch aussieht. Oha, das ist ehrlich geil. Danke an unseren Sponsor. Habt ihr schon mal einen Zeppelin gesehen? Ich habe noch nie einen gesehen. Ey, ja, nee, aber ist wieder wirklich, Digga, ey, Digga, also wirklich, ich habe noch nie einen Zeppelin gesehen. Hier auch nochmal ein schöner Blick aufs Haus. Ich muss wirklich sagen, ich freue mich auf die Woche. Es wird geil. Bro, geisteskrank, guck dir das an. Das ist schon heftig. Ich bin gestern sofort ins Wasser gegangen, schwimmen halt in dieser Kälte und so, jetzt gerade eben ja auch. Also, ey, was das angeht, bin ich krass halt. Ja, es hieß so, yo, einer muss hier Marc von Mallorca aus dem Stuttgarter Flughafen mitnehmen. Kommt Marc rein zu mir, solche dicken Mandeln im Rachen, sagt so, ey Bro, guck mal, ich krieg kaum noch Luft. Und es waren wirklich zwei solche riesen Klötze hinten drin. Und ich sag so, Marc, das ist das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich find's ultra schade, weil Marc hat letztes Jahr, da waren wir wirklich full einen Monat in dem Haus und haben durchgezogen. Zwar unabhängig vom Video und allem drum und dran, hat es ihn persönlich bereichert, weil er so halt gesehen hat, ey, man kann auch einfach anders so. Deswegen finde ich sehr, sehr schade, dass er jetzt krank geworden ist. Wir sind kurz hier ins Haus gekommen, dann habe ich gemerkt, es geht nichts mehr. Ab in die Notaufnahme. Ach, Carsten, ey. Also was Schlimmeres kann man sich gar nicht vorstellen. Sober Oktober, der Monat, die Livestream-Woche, wo du so fit wie möglich sein möchtest. Und dann haut es dich so unfassbar um, wo du weißt, du wirst auf gar keinen Fall Sport machen können. War schon ein guter Schlag ins Gesicht für mich. Das ist so schlimm. Das sieht gar nicht gut aus. Mir ging es unfassbar schlecht. Also ich glaube, mir ging es noch nie so schlecht in meinem gesamten Leben. Ich muss gleich sagen, wie es ist, sonst fein nach Hause. Ja. Ich will echt nach Hause. Also sie sagt, es ist Virus. Ich kann mir nichts geben, nur Ibo. Was für ein Virus? Kann sie nicht sagen. Kein Corona? Kann sie nicht sagen. Muss ich Test machen. Wohnen wir im Apotheke. Aber ich bin mit 40 Fieber hier unterwegs. Ne? Die sagt, ich war gestern auf Mallorca, die guckt mich an. Gestern, aber heute, ich habe Aufträge mal als, ey Bro, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht mein Herz zerreiße hier. Was ist los, Bro? Da wurde Fieber gemessen, da hatte ich schon direkt 40 Fieber, Hals war dick. Ich habe mir schon gedacht, könnte eine Mandelentzündung sein. Die Ärztin hat gesagt, Ibuprofen 600, dann wird das wieder. Wir nach Hause gefahren, den ganzen Abend Hochfieber gehabt, immer wieder auf 40, 40,5. Notarzt angerufen, der ist dann nachts um 0 Uhr noch gekommen. Sofort Antibiotikum verschrieben bekommen. Also Real Talk, diese 1000 Milligramm Dinger, die schlagen richtig an. Also du machst ja erst jetzt was dagegen. Das ist ja die ganze Zeit schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden. Ja, ich glaube, oh, früh sieht es besser aus. Ey. Trust us, erhol dich mal. Vielen Dank euch, ne? Schlaf gut ein. Wenn das ist, du auch. Genau, mach das. Schlafen gewesen, wieder 40 Fieber um 4 Uhr morgens. Und dann ja, hat es sich ein bisschen reguliert, aber war schon Horror. Meine sehr verehrten Damen und Herren und damit herzlich willkommen zum richtigen Tag 1 des Sober Oktober. Wir gehen gleich nach dem Fitnessstudio noch kurz ins Casino. Hat Ron ready gemacht für uns. Kuss, Kuss, Kuss. Hey, Bro, bitte. Ich fahre Offroad. Ich fahre Offroad. Ja, Alter, wir fast brannten wie ein Stein, Digga. Dritte, ne? Bro,
Bro, mir wurde versprochen, du machst ja eine Woche Training und hast dann Sixpack. Warum lügen denn alle hier die ganze Zeit? Wer hat das gesagt? Alle! Nur deswegen haben sie mich reingeschleppt irgendwie, Digga. Ich dachte mir, wenn wir hier den Sober Oktober mit den Allerjüngsten machen, dann muss dieser Mann auf jeden Fall einmal ganz kurzes MMA-Training hier reinknallen, aber vom Allerfeinsten. Das Training mit Christian war sehr, sehr geil. Christian auf jeden Fall ein stabiler Typ, ne? War auch so von der Intensität war es sehr, sehr geil. Das Training mit Christian war übertrieben geil. Hat gut Spaß gebracht, geiles Wetter auch, Sonne war am Start. Christian, gute Laune, lässiger Typ, mit dem kann man auch einen Spaß machen. Hat wirklich mit uns danach noch ein grandioses zweites Workout hingelegt. Ja, und dann irgendwie haben die uns alle so gepusht, dass wir tatsächlich gar nicht mehr anders konnten. Und dann hieß es halt auf einmal, yo, hier großer Showdown, wir brauchen unbedingt einen Boxkampf. Wer könnte das machen? Und da sich die zwei eh schon immer so ein bisschen in die Haare bekommen, hat sich halt herausgestellt, ja, Revi gegen Amar. In der blauen Ecke, die glatzköpfige Legende, mein Allergejutster, nicht von Sideman, nicht von Elf Boys, von den Allergejuten, Amar! Einen herzlichen Applaus für unseren Allergejutsten Amar. Aber was wäre das Duell der Giganten, wenn er nicht einen ebenbürtigen Kontrahenten hätte, der in der anderen Ecke und zwei in der roten steht, mein allerintergalaktischer aus der linken Ecke, ready to fight, ready to rumble, Rev Instagram! Ich muss sagen, so, ich habe davor halt gesehen, wie Revi sich bewegt, so insgesamt so von der Athletik her. Und Revi unterschätzt man halt gerne, weil man halt sieht, dass er halt viel Scheiße redet und so ein bisschen diesen Internetruf hat, so von wegen, keine Ahnung, so ein bisschen opfermäßig. Wenn du halt siehst, wie der Typ boxt, so auf den ersten Eindruck denkst du das gar nicht, aber ey, Digga, der hat übel lange Arme. Und dann war ja natürlich klar, dass das mal wieder eskalieren muss. Ehrlich, krass, Mann, ey, wie das sich bombt. Oh. Stark, Revi. Schön auf, Revi. Stark. Jawohl, gut so. Sehr schön, Bastian. Letzte Aktion aber. Unter die Punkte, zum Kopf, zum Körper, alles. Auf geht's. Oh. Revi, ja, du bist halt gut. Digga, ich hab sowas wirklich noch nie gesehen, ne? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich dachte so, ja, die machen jetzt halt einen Boxkampf. Es wird halt so, ja, es ist halt ein Boxkampf, ne? Und dann, Digga, hab ich so gesehen, ey, Moment mal, die geben sich ja so richtig, die ziehen sich hier richtig die Fäuste, ne? Das hab ich nicht gepackt. Aber Denker, die Atmung. Oh, Amar! Oh, schön, die Haken. Oh! Also Amar hat die Fresse bekommen. Amar beißt! Ja! Amar beißt! Oh. Wenn Sebastian die Schlägerei rüber, gut so, ja, Revi! Nach der Einwut aus Atmung. Atme, Amar, atme! Fertig! Und auf, stopp. Wir haben uns darauf geeinigt, guck mal, wir machen ein bisschen ruhig. Aber dann hat er mir ein Ding gesetzt, was mir nicht gepasst hat. Und dann habe ich ihm 10 Dinger gesetzt, die dann das Ganze eskalieren lassen haben. Oh, oh, rein, Digga! Langsam, stopp. Nachdem ich den ersten direkt auf die Nase bekommen habe, war ich instant wach und war so, boah, geil. Das war geil, irgendwie dann wieder am Start zu sein. 20 Sekunden noch einmal! 20 Sekunden! Break. Kämpfe mal, der hat keine Deckung mehr oben, Amar. Schlag oben! Keine Deckung! Vorzeit! Aus! Ende! Noch eine Runde! Nein, Dorman, Dorman! Ihr habt eine Brasse! Ich hab mich dann Amar! Ganz kurz! Gib mal deine Ecke, Amar! Schnell! Tim! Indische Punktewertung. Das ist ein ganz klares Unentschieden. Natürlich kann einfach der Kampf nicht enden nach 3 Runden, nach 2 Minuten. Entweder einer geht K.O. oder einer kann einfach körperlich nicht mehr weitermachen. Super! Ich hab mich gerade richtig verletzt. Ich hab mich gerade hier richtig verletzt, wirklich jetzt. Ja? Tut übertrieben weh. Okay, dann kommt eine beide in die Mitte. Komm, die Handschuhe. Amar hat im Boxkampf die Dampfwalze gemacht, ist über mich drüber gefahren, im Sinne dessen, dass er einfach seine Glatze nach unten angestellt hat. Windstetig wie er ist, auf mich zugelaufen, hat dann mein Bein nach außen geschoben, fast schon so einen Tritt gegeben, unabsichtlich. Und dann hat sich mein schon verletztes Bein, Kreuzband, Meniskus, Außenbandriss, einmal nach außen rotiert. Und dann ist mir innen drin, so wie ich jetzt festgestellt habe, Narbengewebe aufgerissen. Talk. Es tut mir echt leid, weil das ist immer scheiße. Dann musste er noch mal weg, Krankenhaus, und es ist halt scheiße. War sehr schlimm für die Gruppe. Wir haben es kaum verarbeiten können bis heute. Sind wir da, hängt uns der Tag so ein bisschen so in den wie nennt man das, in den Seilen? Nee, ne? So nennt man es nicht. Der Kampf wird ein Unentschieden. Nein. Ja, er hat gewonnen. Was gewonnen. GG's, Männer. GG's. Ja, also, das ist ja relativ offensichtlich dann, ne? Ich. Verlierer, Loser, also ich kann sagen, jo, ich habe verloren, das ist für mich gar kein Thema. Weil er hat wirklich sehr gut geboxt und es hat Spaß gemacht. Das war das Einzige, was so richtig geil war. Und ich hoffe, ich motiviere damit Leute. Mir tut nur einer am meisten leid. Marc, Alter, ich gucke hoch ans Haus, ich sehe kein Licht. Ist der überhaupt noch hier? Hey, Marc, wenn du das hörst, du bist unser MVP, Mann.
Das Ding wird richtig dick und richtig warm. Mhm. Irgendwas ist im Argen. Hier, wir sind Kämpfer. Jetzt ziehe ich hier durch meine erste Übung, dann kommt die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste, dann gehe ich nach Hause. Nee, Sascha macht es erstaunlich gut tatsächlich, dafür, dass er noch nie so oft trainiert hat. Aber man merkt halt, dass er Kampfsport macht und so, weil die Koordination ist gut, die Ansteuerung ist halbwegs gut, kann man nichts sagen. Und vor allem, er ist lernfähig und lernwillig. Ich bin Chris, Coach Gül genannt, arbeite für MCI. Bin jetzt hier zuständig eben für die Trainingseinheiten, fürs Fitnessstudio und fürs Kochen, den Jungs ein bisschen zu helfen, ein bisschen anzuleiten, mit auf die Ernährung zu achten. Stärke ist mir wirklich scheißegal, ich gehe nur auf Form. Gut, Nico sowieso immer vorne weg, auch letztes Jahr schon. Gerade im Fitnessstudio sind die beiden natürlich super stark. Rollen muss man vielleicht ein bisschen bremsen sogar. Mich juckt es nicht, ob ich 80 Kilo Bankdrücken, 60 oder 100 mache. Ich möchte eine saubere, gesunde Ausführung und ich möchte den maximalen Muskelaufbau rausholen. Das ist für mich das Einzige, was zählt. Und das ist das, was mich am allermeisten motiviert, der Look. Sieht jeder anders? Viele sagen mehr auf Kraft. Mir ist es scheißegal. Ja, zeig mal den Look. Okay. Und dann musstest du, glaube ich, so 500 Meter wegrudern in der kürzesten Zeit. Und beide waren schon vorher 2 Stunden vom Training komplett Knockout, jeder von uns. Und dann noch mal rudern? Perfekt. Bin ich runtergeflogen, ne? Ja. Es sah von außen so leicht aus, ne? Aber ich glaube, die haben sich weggeschossen as fuck. Der Kreislauf. Braucht einen kurzen Moment für mich. Ich hätte noch einen Call. Ich glaube, er war auch kurz vorm Kotzen. Für mich war es geil, für Nico eher weniger. Da ging es mir nicht gut, ja. Braucht eine kurze Pause für mich, alles gut, ja. Und noch dreimal. Oh, ah! Oh mein Gott, Digga! Ey, Cracking Chris, wirklich Maschine. Alles eingerenkt, wo es sein sollte. Oh mein Gott, Digga! Du hast ihn geköpft! Wenn man das sieht mit dieser Schlinge, die er so um den Hals gemacht hat und plötzlich zieht er da dran und stell dir mal vor, okay, er muss ja gar nicht der Idiot sein, sondern Ron ist der Idiot oder ich oder sonst wer, der gerade in dem Moment nach rechts guckt, tot. Also davor hatte ich schon ein bisschen Angst. Ja, Stefan Gehrig, an Tag 4 gekommen, absoluter Ehrengast, liebe ich über alles. Jetzt so langsam erklärt sich auch meine Optik, warum ich hier so da sitze. Bei ab Tag 4 mein Lenker, hier ist Scheißhaufen, hier ist richtig geil. Mein Lenker ging genau so dahin. Luft! Luft! Hey Jungs! Ja, der lacht hier! Als wir Brustschwimmen gemacht haben, unter Wasser ausatmen, über Wasser einatmen. Ich konnte das über Wasser einatmen nicht machen, weil mein Körper es nicht gepackt hat von dieser Kälte. Ich wollte graulen, ging nicht. Brustschwimmen, also mit Untertauchen, ging nicht. Es ging gar nichts. Ich spiele meine Arme nicht mehr. Oh ja. Ich bin so ein Fettsack, ey. Das hat richtig Spaß gemacht, weil ich habe mich richtig drauf gefreut, um mal ins Wasser zu gehen. Ja, auf so einem Board da, das war gar nicht so einfach, wie ich dachte. Und da hat es mich auch einmal kurz runtergehauen und dann dachte ich mir so, warum, Alter? Ich war kurz vorm Gewinn. Oh. Gut frisch, Digga, gut frisch! Oh, ist das kalt! Fuck! Und das Wasser war ja sehr warm, oder? Die letzte Challenge war ja, dass Sascha Nico vom Board abwerfen musste mit so einem Fußball und die runterfallen müssen und ich halt Stefan. Ja, ich habe Stefan halt auch schon einmal sehr gut getroffen. Das am Ende haben wir halt gewonnen. Alter Junge. Ja! 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 Eisbad! 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 Bestrafung war dann, nachdem ich im Bodensee Wasser war, was für manche vielleicht nicht kalt ist, für mich war es arschkalt, durfte ich hier noch in die Badewanne mit Eiswürfel rein für eine Minute. Ja, genau. Super. 3, 2, 1, und ich kann nicht. 3, 1, 2, 1, 2, 3, 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
fasse ich gleich den Griff rein. Echt? Oh mein Gott. Echt jetzt? So extrem. Ich mach nochmal den Kopf. Ja, ich lief nochmal einmal ganz rein, komm. Oh mein Gott, ich hab's tausendmal gesagt, dass ich sie gerne halt mitmachen würde. Aber es nervt mich ja, wenn ich da Sachen sehe und ich weiß, wenn ich fit wäre, ich würde die aus. Also, ne? Das kitzelt dich ja so. Wenn du so, du siehst Leute, die etwas machen, was du dein Leben lang gemacht hast, worin du eigentlich wirklich auf einem, sag mal, ordentlichem Niveau bist. Bro, du, die Kids, das willst du halt machen. Und dann denke ich mir so, ey, wenn ich das machen kann, dann mache ich das halt. So was in meinen Möglichkeiten ist. Das ist gefährlich, Bro. Der zittert komplett am ganzen Körper. Also ja, aber das ist ja normal. Das ist, normal, ist das jetzt wirklich normal? Echt? Ja, weil der Muskel will sich warm halten. Tim, ist egal, zieh durch. Ich hätte mich da auch noch mehr gepusht, wenn wir das jetzt, wenn jetzt jeder zum Beispiel mitgemacht hätte, hätten wir es unten in diesem großen Becken gemacht. Das halt, weißt du, so, wo dann so einer nach dem anderen dort ausfällt, Bro. Ich wäre da drin geblieben, bis der Krankenwagen gekommen wäre wahrscheinlich. Und dann haben wir die Sizzle Brothers, die uns heute richtig geile Steaks vorbeigebracht haben, verdammte Scheiße, Mann! Ich sag Sizzle Brothers, ihr sagt Sizzle Brothers! Yes. Wir haben also mit den Sizzle Brothers für Eli unter anderem gekocht. Eli kam vorbei als Gast, eh immer ein sehr cooler Dude. Es war echt schön. Und die Sizzle Brothers, ey, was die für ein unglaubliches Porterhouse Wagyu Beefsteak rausgeholt haben. Die meinen so, das ist für die auch was Besonderes, so ein Stück Fleisch zu bekommen. Also der Tag mit den Sizzle Brothers und mit Eli war fast so mein Favorite-Tag, würde ich sagen, weil wir saßen auch eine Zeit lang richtig geil an dem Lagerfeuer. Kommt dieses Interview eigentlich so RTL-mäßig gerade? Wartet kurz, Jungs. Okay. Ja, da hatten wir so einen heftigen Tag, haben gekocht, die haben bewertet. Ich kann nicht weiter drüber reden. Es gibt manchmal Momente im Leben, das fühlt sich einfach dann alles an wie ein Scam. Mehr sage ich nicht. War ein geiler Tag. Happy Birthday to you. Ey, ich weiß, ich kann mit Marc relaten. Marc ist da, glaube ich, sehr so still, was seinen Geburtstag angeht und so. Ja, ich habe so ein ähnliches Verhältnis zu Geburtstagen, aber mir ist dann irgendwie trotzdem wichtig, dass die Leute so Wertschätzung bekommen. Du bist einer der positivsten Menschen, die ich kenne. Er setzt sich immer für seine Freunde ein und immer bedingungslos. Und das ist sehr, sehr geil geworden. Marc ist ein sehr, sehr toller Mensch. Und dass wir gemeinsam seinen Geburtstag verbringen durften, finde ich sehr, sehr schön. Oh mein Gott, wir hatten auch wieder Gäste. Adi Totoro, der kam an als Gast, nicht mal 10 Minuten später war Adi Totoro mit uns im Workout mit der lieben Rebecca. Komm, 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 komm! One, two, back! Chair cross back! Chair cross back! Fuck! Was ist das denn? Rebecca, mein Highlight, ich sag's immer wieder, Leute sagen, oh, er flirtet oder was auch immer, ist mir scheißegal. Rebecca, Topfrau, 10 von 10 Ausstrahlung, Mentality und das war der Tag, wo wir ein dreifaches Workout hatten. Und da hat's uns komplett zerschossen aus dem Leben. Komm, 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 one, two, one, one, two, one, B, come on, one, two, one, two, ach, meine Liegestütze, ach, sieben, wenn du so eine Trainerin siehst, ey, da willst du auch einfach durchziehen. Ja! Ja! Traps, Junge, geisteskrank. Die Frau kam an und ich habe schon direkt an ihrer Präsenz oder nach außen einfach gemerkt, okay, Feierabend. Und dann hieß es einfach und 8 und 7 und 6. 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn du mit der Stress hast, die vermöbel dich ja geisteskrank. Dann wird dich ja geisteskrank gezogen. Die Jungs machen sich ready, jetzt wird geboxt. Deutschland versus die Schweiz. Sprich, Niki versus Adi Totoro werden gleich in unseren wunderschönen Boxring steigen. Und dann wird noch mal geboxt. 1-1. Boys waren davor noch nie irgendwie im Ring, haben noch nie Sparring gemacht, so wie ich es verstanden habe. Also, dass dann irgendeine Scheiße passiert, war ja fast vorprogrammiert. Adi und Niki, das war geil. Die wollten boxen. Ready! Denk, 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 denk. Adi, denk ans Training. Aber jetzt geht's doch los. Adi, Jeff, atmen. Schöne Haltung. Jeden Schlag ausatmen, Adi. Oh ja! Schöne
Bei jedem Tag. Ja! Eine Runde, Adi! Eine Runde! Vorsicht, Vorsicht, geil! Alles gut? Die Schweiz hat halb den Ring verlassen. Schau in den Schlag rein, Adi! Und atme bei jedem Ausschlag, atme! Atme, Adi! Schön, Adi! Schön, schön, schön! Und genau, Vollverstärkung! Adi, 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 Adi! Schöne Treffer! Und natürlich auch mal wieder der Klassiker, ging der Kampf nicht zu Ende nach 3 Runden à 2 Minuten. Also stopp, Timeout. Handtuch, frische. 10. Warte kurz. Die Schulter. Schulter. 7. 6. 5. Sascha. Schulter. Ja. 3. Schulter. 2. 1. Ja, alles gut, ey. Stress mal. Fuck, Mann. Oh mein Gott. Ja, sehr zufrieden. Weil Adi einen Punch oder so einen Chap machen will, Niki wehrt ihn irgendwie mit seinem Ellenbogen ab und durch den Aufprall springt ihm hinten was raus. Erklär das mal Menschen. Hey, könnt ihr den Arzt rufen? Ja, das Schulter ist halt raus, ne? Also lass mal einfach zur Seite gehen. Holt mal bitte ein bisschen Eis für den Mann, ruft mal einen Krankenwagen. Der arme Junge, der kommt dorthin, ist Gast und dann ist irgendwie der Dritte im Krankenwagen. So Schulter auskugeln ist jetzt auch nicht so. Wir haben ihn ja dann gesehen nach Schmerzmittel und so, aber das ist halt shit, Mann. Also. Ja, ich hatte da kurz selber einen kleinen Hänger, weil man sich irgendwie verantwortlich fühlt. Ah, okay, scheiße. Ja, das sind die Gefahren des Kampfsports, das ist leider so. Aber mit der Siegerehrung warten wir dann vielleicht noch kurz. Ja, ist ja so. Vom Boxding her war alles regelkonform. Also es war einfach ein sehr hartes Sparring. Also klar, muss ich ihn anzählen, der Kampf muss ja regelkonform zu Ende gehen. Okay. Meinst du, bei der MMA sagt jemand, der hat sich jetzt was gebrochen, kurz Spielstopp, der kommt kurz MRT, Röntgen und dann kann der in der Woche wieder? Das ist vorbei. Carsten, das ist Kampfsport. Das ist der Ring. Das ist nicht irgendwo, das ist der Ring. Und ich sag's euch so, wie es ist. Es ist irgendwie Tag 6 oder Tag 5. Wir hatten schon 4 Krankenhausaufenthalte oder so. Die Leute im Krankenhaus, die haben auf jeden Fall den Sober Oktober mitbekommen. So oft wie irgendjemand da war, Rivi mit seinem Knie, ich mit meiner Mandelentzündung, Adi mit seiner Schulter raus. Es geht hier nicht um Sober Oktober. Wir sind hier Last Man Standing. Also es ist wirklich hier ein Survival-Format, was wir abdrehen. Mich hat es so krass geschickt, dass Adi einfach eine Vollnarkose bekommen hat, um sich wieder eingerenkt zu bekommen. Das ist doch nicht normal, oder? Die haben Röntgen gemacht und alles und zum Glück wirklich eine Schulter ausgekugelt. Das heißt, die mussten die irgendwie wieder reintun mit Vollnarkose. Ja. Ich bin, glaube ich, voll auf dem Morphium tatsächlich. Ich fühle mich so geisteskrank. Nein! Durch dieses, man ist die ganze Zeit live, du bist nicht mehr so die ganze Zeit am Handy, ne, weil du konzentrierst dich auf den Stream. Plus, du kannst ja keine Copyright-Musik hören während dem Stream. Habe ich so krass so mich so gedetoxed mit den Sachen, dass ich wirklich so, mir kamen so Songs ins Ohr und den Jungs gefühlt auch. Und man hat dann einfach angefangen, ja, kennst du noch den? Sometimes I feel like I'm gonna break down tonight. I feel like I'm gonna stand my fucking night. I feel lonely. So lonely. You ready? You ready? All I can was save the fucking case in the rain. You ready? You ready? I can raise the pants and quiz the rain. I don't care so much what to say. Und hat man einfach mitgesungen, weil man mal wieder so eine Melodie hören wollte. Weißt du, was ich meine? Also es war richtig geil. Das habe ich richtig gefeiert. Ich will wirklich sehen, wie ihr euch auseinander nimmt. Weil darum geht's ja. Wir wollen ja trainieren, ja, damit wir gewinnen. Fußball-Workout, Gott sei Dank bei Cem da. Top, top, top Typ. Komm, 4, schneller. 3, 2, 1, Pause. Bei dem Workout mit Cem ging's für mich wieder so hart bergab.
Also ich glaube, dieser Abend ist mein absoluter Favoritenabend. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist, weil eigentlich war ich jetzt auch von der Stimmung her schon und die anderen auch gegen 10 Uhr, 10.30 Uhr waren alle tot. Wir waren alle sehr müde, man wollte eigentlich nur noch ins Bett und dann hat es sich von Minute zu Minute hochgesteigert. Man kennt es ja so von früher, so schulanteilmäßig, ne? Man ist so noch wach, Kollegen schlafen schon. Hector! Hector! Aus dem Nichts habe ich Hector-Schreie gehört, weil Hector auf einmal ein Riesending war. Kann bitte derjenige, der an der Decke zieht, aufhören, an der Decke zu ziehen? Ron, es wird nicht witziger. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Dann ging es bei mir erst richtig los. Es war wirklich funny. Da habe ich mich noch mal köstlich amüsiert. Hector! 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 Ey, ich habe echt keinen Bock mehr. Ich krieg mit denen noch einen Nervenzusammenbruch. Also, ich kann nicht mehr. Ich will auch, also. Das ist die schlimmste Gruppe, mit der man unterwegs sein kann. Kollege schlafen schon. Mal ein bisschen Nerven gehen, mal wecken, Staubsauger, Kochtopf, solche Geschichten. Ja, das haben wir einfach gestern Abend wirklich bis zum geht nicht mehr durchgezogen. Ja, und das Lustige ist halt auch immer, dass bei diesen Sachen ist halt nicht so wie so ein Homie in der Schule, der dann halt so abgefuckt auf dich ist, sondern da gibt es halt auch direkt dann wieder eine Krisensitzung und ja, Jungs, so können wir nicht weitermachen und diese Geschichten, weißt du. Und es ist dann schon immer ziemlich lustig. Der Stack ist voll. Ja. Ach so, ja, da gab es folgende Challenge. Und da Nico und ich sozusagen getrennt worden sind, durften wir uns unsere Teamkameraden selber aussuchen. Und da dachte ich mir so, warte mal, wenn du Jam nimmst und wir machen jetzt Übungen gegeneinander als Team und müssen auf Wiederholungen gehen, dann dachte ich mir einfach so, kein Problem. Dann mache ich einfach die Wiederholungen von Nico und von Jam, übernehme dann ich für mich selber und mein Team macht 6, den Rest. 7, 8, 9, 40. Aber noch eine. Sekunden, dies fürs Team. Komm, 124. 1, 2, 3, 4, 5. Es ist schon krass, was soll ich denn sagen? Ist halt fucking Hulk Hogan auf Steroide oder sowas. Ja, was soll ich denn sagen? Ist krass. 2, 3. Bei den Curls hat er halt geschwungen wie ein Verrückter, aber man kann sagen, was man will, Ron ist ein Monster. Ron ist halt einfach nur ein Barbar, so 70 Wiederholungen beim Bankdrücken, also auf einmal, 110 Wiederholungen Bizeps Curls gemacht, da kann ich nicht mithalten, also schaffe ich einfach nicht. Das ohne Schwung, 68, 68, komm, ein noch, let's go, push dich. Ja, sehr schön. Da musste mein Team auch nicht mehr viel machen. Also wer gewonnen hat, sollte klar sein, oder? Es war eine sehr, sehr geile Woche, aber ich erwarte von euch Jungs, Digga, das ist jetzt hier das letzte Training von den 7 Tagen, von den 7 Tagen Stream. Ich erwarte hier wirklich, dass wenn wir zurückfahren, dass wir weiter dranbleiben. Ich bin übertrieben happy und dankbar, dass alle hier am Start waren, der ganzen Produktion, Gö, Felix, den Trainern, den Leuten aus dem Fitnessstudio, allen Gästen natürlich und auch den Jungs, dass das hier so geklappt hat, war eine richtig, richtig geile Zeit. Die Gäste waren richtig fett, der Vibe war richtig geil, die Leute haben richtig durchgezogen und es war so echt, ich glaube, jeder ist positiv überrascht, wie gut das so vom Ding her gelaufen ist. Was ich
vielleicht nächstes Mal mir wünsche, ist, dass ich nicht verletzt bin, dass Revi nicht verletzt ist, dass Marc nicht krank ist und so. Aber sowas kann man nicht beeinflussen. Ja, ich glaube, ich kann gar nicht so ein Feedback geben, weil ich habe überhaupt keinen Sport gemacht. Ne? Also wenn du einfach nur an der Seitenlinie irgendwie stehst und beobachtest, was wir zu sagen. Also war eine coole Woche mit den Jungs, war auch trotzdem sehr, sehr anstrengend. Viele Leute auf dem Haufen, die ganze Zeit, großes Team, sehr viel Lärm. Dann noch die Belastung, Antibiotikum, du warst einfach unfassbar krank. Also für mich war es trotzdem eine gute Erfahrung. So, ich bin dankbar, dass ich überhaupt noch dabei sein konnte und so oktobermäßig. Also habe jetzt auf jeden Fall kein Vorher-Nachher-Ergebnis in dieser Woche erzählen können. Ich muss sagen, dieses Livestream-Ding, richtig geil. Habe ich sehr, sehr gefeiert. Da ist auch immer dann diese Stimmung schon ein bisschen besser, weil man weiß, man ist live und jeder bringt irgendwie so die gute Laune mit und man hypt sich da auf. Jeder hat auf seine Art und Weise durchgezogen, aber ich hoffe, dass die Leute jetzt konstant durchziehen. Nicht nur diese Woche, wenn der Stream da ist und wenn man Komplimente dafür bekommt, sondern auch morgens, wenn man keinen Bock hat, keiner zuguckt, keiner applaudiert und keiner Bock hat drauf, dahin zu gehen, dass die Leute das durchziehen. Wenn ihr jetzt Bock bekommen habt zu trainieren wie die Jungs, dann haben wir jetzt ein richtig fettes Angebot bei MCI. Mit der MCI-App habt ihr eine All-in-One-Lösung für Krafttraining, Ernährungstracking, Mobility und Cardio. Und mit dem 3-minütigen Onboarding wird für euch ein individueller Trainingsplan gefertigt. Du sagst der App ganz einfach, welches Ziel du hast, dann fragt die App dich nach deinem Körperfettanteil, auf welche Muskulatur du den Fokus legen willst, welchen Split du trainieren willst, an welchen Tagen du trainieren willst, wie viel du pro Training trainieren willst. Also ganz viele Sachen fragt die App dich. Und wenn du das alles eingetragen hast, dann fängt die App an zu denken für dich und macht dir deinen Plan. MCI begleitet euch auch mit über 700 Übungen durch euer Training. 4001, 4002, einhändig. Okay. Und mit dem Rabattcode ZAUBER20 bekommt ihr 14 Tage kostenlos und 20 Euro auf euer Jahresabo bei MCI. Wow. Stay fit, guys. Also Freunde, ab in den App Store und ladet euch die MCI-App runter. Gebt einfach den ZAUBER20-Code nach dem Onboarding ein. Und keine Sorge, bei den 14 Tagen steht zwar da, dass ihr bezahlen müsst, aber wenn ihr innerhalb der 14 Tage kündigt, ist alles for free und euch wird nichts abgebucht. Es wird weiter gekocht, es wird weiter getrackt, es wird weiter trainiert, über 20 Tage. Das heißt, egal wie viel ich jetzt im Oktober noch unterwegs sein werde, ich muss Gas geben, weil irgendwie wird ja wahrscheinlich dann wirklich am Ende des Monats abgerechnet. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich nicht wieder einen Schritt zurück mache, weil ich glaube, über die 7 Tage ist schon ein bisschen was passiert, sondern Schritte nach vorne mache. Mein großes Ziel ist bis Silvester, wo wir uns auch alle zusammen sehen werden, hoffentlich, wirklich gut in Shape zu sein. Ich hoffe, es wird der Fall sein. Aber natürlich auch den Oktober noch richtig geil durchzuziehen. Ich werde durchziehen, safe. Und kein Alkohol, brauche ich eh nicht. Also klar, ich habe Spaß mit Alkohol, aber ich habe auch genauso Spaß ohne Alkohol. Dann kann ich mich wahrscheinlich sogar noch geiler auf meinen Job konzentrieren, finde ich immer geil. War eine schöne Zeit, war gut, hat echt Spaß gemacht und würde wieder machen. Also ich hätte sogar noch eine Woche dran gehangen, aber leider müssen wir jetzt alle nach Hause und wieder fressen und saufen. Spaß, wir ziehen es bis zum Monatsende durch und ich bin auf jeden Fall gut motiviert, war eine geile Zeit. Wir haben mal anstatt immer nur Party-Content und so, haben wir wirklich mal eine geile Gegenbewegung gehabt mit viel Workout, viel Durchziehen, am Ball bleiben, beißen und so. Das ist eine Sache, die wir, glaube ich, alle irgendwo in uns tragen, die aber selten so richtig nach außen kommt zu den Leuten, damit die auch wirklich das mal mitnehmen können, zu sagen, ey, manchmal lohnt es sich im Leben auch einfach wirklich durchzuziehen. Und ich denke, in Zukunft gucken wir einfach, dass wir eine schöne Mischung hinbekommen zwischen diesem Party-Gehen, Jokes machen, bla bla, und aber auch mal die ernste Seite von uns rauszuholen und Disziplin dann zu zeigen und anzuwenden, wenn es auch angebracht ist. Und im Strich, ich bin einfach froh, dass ich das hier machen kann mit den Jungs, mit euch auch und mit der ganzen Crew. Es ist einfach geil. Und ja, stay strong.